Meine Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde, Angehörige, ehemalige Partner, Partnerinnen der Uni Luzern und der LUKB, es ist mir eine große Freude und Ehre, und ich muss Ihnen sagen, das habe ich noch nie erlebt, so viele Leute hier, die so pünktlich ruhig sind auf den Start der Veranstaltung. Heißen Sie sich also herzlich willkommen zur zweiten öffentlichen Vortragsreihe, die von der LUKB ermöglicht wird und in der es darum geht, dass Professorinnen und Professoren der Universität Luzern zu einem Spezialgebiet von Ihnen referieren können. Mein Name ist Bruno Staffelbach, ich bin der Conferencier heute Abend und in meinem normalen beruflichen Leben bin ich der Rektor der Uni und Professor an der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät. Ich steige direkt ins Thema ein. Imagination ist für mich als kleiner Betriebswirt ein großes Thema. Denn als einfacher Betriebswirt habe ich verschiedentlich festgestellt, wie verschiedene Menschen das vermeintlich Gleiche unterschiedlich wahrnehmen. Sei es ein Produkt, ein Markt, eine Person, einen Plan. Und habe gelernt, das Wort Wahrnehmung mit einem Bindestrich zu schreiben, wahrnehmen oder für wahrnehmen. Und im Ergebnis ist dann die Wahrnehmung, welche das Produkt, die Person, den Markt oder den Plan bestimmt. Und offenbar ist es nicht so, dass sich die Welt einfach wie ein Filmprojektor in unserem Gehirn abbildet. Dieses Gehirn, das ist relativ emanzipiert, müssen wir feststellen, und hat eine gewisse Eigendynamik und macht manchmal oft einfach das, was es will. Und aus den verschiedenen Wahrnehmungen ergibt dann ein Wettbewerb darum und daraus entstehen allenfalls dann auch Innovationen. Die Frage ist einfach, wie kommen diese unterschiedlichen Wahrnehmungen zustande? Und dazu darf ich Ihnen heute Abend einen Kollegen vorstellen, der an der Universität Luzern eine ganz besondere Mission hat. Es ist Professor Dr. Fred Mast, unser Planungsbeauftragter für Verhaltenswissenschaften und Psychologie. Wie Sie vielleicht wissen, hat der Kantonsrat des Kantons Luzern in seiner zweiten Sitzung Ende Oktober entschieden, dass die Universität Luzern nächstes Jahr zwei neue Fakultäten gründen kann. Die eine, die Fakultät für Gesundheitswissenschaften und Medizin, durch Umwandlung des Departements, das wir schon haben, und eine neue Fakultät für Verhaltenswissenschaften und Psychologie. Um eine solche Fakultät zu planen, braucht es Kompetenz und Kollege Fred Mast ist der Kompetenzträger für uns in dieser Angelegenheit und in diesem Bauprojekt hier an der Universität Luzern. Wenn Fred Mast nicht an der Uni Luzern ist, dann ist er ordentlicher Professor für Psychologie an der Universität Bern. Und bevor er dort war, war er ordentlicher Professor für Psychologie an der Universität Lausanne. Und bevor er dort war, war er wissenschaftlicher Mitarbeiter am Psychologischen Institut der Harvard University. Und vorher hat er in Zürich studiert, promoviert und habilitiert. Und heute heiße ich ihn herzlich willkommen zu seinem realen Vortrag über die Macht der Imagination. Fred, bitteschön. Ja, sehr geehrter Herr Rektor, lieber Bruno, vielen Dank für diese Einladung. Auch von meiner Seite möchte ich das Publikum hier ganz herzlich begrüßen. Ich freue mich sehr, dass ich, so wurde mir nahegelegt, die nächsten 45 Minuten mit Ihnen verbringen darf. Wenn man Personen fragt, was ihnen zur Imagination einfällt, dann kommen diese Begriffe hier wie Kreativität, Einbildungskraft, anschauliches Denken, Innovation und so weiter. Ich möchte Ihnen kurz einen Überblick geben und diese Begriffe werden uns wieder begegnen im Laufe des Vortrages. Ich werde die einbinden in die verschiedenen Themen, die da sind. Die Imagination
entstand aus der Fähigkeit zur Wahrnehmung. So möchte ich einsteigen mit Wahrnehmung, war ja eine wunderschöne Einleitung des Rektors, wo er schon uns auf den Begriff der Wahrnehmung sensibilisiert hat. Dann komme ich auf ein paar Experimente zu sprechen, die uns zeigen, wie die Imagination im Gehirn implementiert ist. Ist die Imagination typisch menschlich? Das werde ich ebenfalls streifen und am Schluss auf ein paar Risiken und Nebenwirkungen eingehen. Sie sehen hier links das visuelle System. Das sind die Areale, die mit visueller Informationsverarbeitung beschäftigt sind. Sie sehen, das visuelle System ist extrem kompakt. Ja? Alles ist mit allem vernetzt. Ja? Und dieses System bringt auch in uns Bilder hervor. Bilder, wie wir sie wahrnehmen, von außen vermittelt, oder Bilder, wie wir sie in der Vorstellung generieren können. Das leistet das visuelle System. Bleiben wir kurz bei den Bausteinen der Wahrnehmung als Einstieg. Wie kommen die Bilder überhaupt in den Kopf hinein? Ja, zuerst brauchen wir die Sinnesorgane, die liefern uns Informationen über die Welt. Ja? Zum Beispiel Farbe, Form, Musik, Bewegungen, Vibrationen und so weiter. All das kommt irgendwie über die Sinnesorgane in unseren Körper hinein. Wir haben natürlich dazu hochspezialisierte Rezeptoren in den Sinnesorganen, wie zum Beispiel die Photorezeptoren in der Netzhaut, die Licht aufnehmen und es wandeln in Hirnströme, oder die Haarzellen im Innenohr zum Beispiel für Bewegung oder für das Hören, oder auch Mechanorezeptoren in der Haut. Wir haben hochspezialisierte Rezeptoren. Und diese Informationen von den Rezeptoren sind quasi das Bindeglied zwischen unserem Organismus und der Außenwelt. Es muss irgendwie über die Rezeptoren, muss die Information hinein. Wir müssen uns aber im Klaren sein dabei, dass elektromagnetische Wellenlängen selber zwar irgendwann Farbe in uns erzeugen, aber sie sind nicht farbig. Die Wellenlängen selber haben keine Farbe. Ja? Auch Druckschwankungen, alternierender Über- und Unterdruck in der Luft, kreiert irgendwann Tonempfindungen, aber die Schallwellen, die tönen nicht. Ja? Oder auch beim Geschmack, wenn Sie hier rechts beim Zuckermolekül, dieses Zuckermolekül zerlegen, werden Sie nie das Süße finden in diesem Geschmack. Die Molekülstrukturen selber haben keinen Geschmack. Wir können also schließen, dass Farben, Töne, Geschmack entstehen im Gehirn. Ja? Ihr Auge hat keine Ahnung, dass es so etwas gibt wie Farben. Farben zum Beispiel entstehen eben im Gehirn. Wir können vorerst mal die Schlussfolgerung ziehen, dass Wahrnehmung ist eine Konstruktion der Außenwelt, oder wenn Sie so wollen, auch eine Rekonstruktion der Außenwelt auf der Basis von Wissen, das muss ich erklären, Wissen und den sensorischen Informationen. Dass die sensorischen Informationen beteiligt sind, das ist irgendwie evident, das ist, glaube ich, klar, aber ich komme zum Wissen dazu. Kurz eine Behauptung hier, jemand hat gesagt, verschiedene Forscher haben gesagt, Wahrnehmung ist kontrollierte Halluzination. Ich komme darauf zurück. Warum aber ist das Wissen beim Prozess der Wahrnehmung so wichtig? Ja gut, weil die Informationen von den Sinnesorganen nicht ausreichend sind. Das reicht nicht aus, aber warum nicht? Ja? Nun, einerseits die Informationen von den Rezeptoren sind mehrdeutig, also was uns die Sinne liefern, ist mehrdeutig, ist nicht eindeutig, und die Informationen von den Rezeptoren sind auch verrauscht. Ja? Schauen wir uns ein Beispiel an. Wir sehen hier die Netzhaut und Sie sehen hier ein Abbild auf der Netzhaut, und genau dieses Abbild auf der Netzhaut kann durch verschiedene Objekte in der Außenwelt hervorgerufen werden, durch ein richtiges Quadrat hier oder durch solche Trapeze, die etwas geneigt sind. Diese drei verschiedenen Formen führen zum exakt gleichen Netzhautabbild. Aus dem Netzhautabbild können Sie nicht erschließen, welches die Reizursache in der Außenwelt ist. Das heißt, Wahrnehmung muss das irgendwie lösen, und das tun wir auch. Wir merken relativ wenig von diesem Problem im Alltag. Das scheint irgendwie automatisch zu gehen, dass wir sofort immer das Gefühl haben einer eindeutigen Wahrnehmung. Aber wenn wir uns auf die Netzhaut fokussieren, wenn wir nur die Netzhaut anschauen, ist es keineswegs eindeutig, was wir sehen. Schon Hermann von Helmholtz hat darauf aufmerksam gemacht. Er hat dabei von den
unbewussten Schlüssen gesprochen. Manchmal kommt so etwas durch, auch ins Bewusstsein, dass wir diese Mehrdeutigkeiten sogar im Bewusstsein erfahren. Wenn Sie solche Figuren sehen wie diese hier, können Sie sie sehen als einen Posaunenspieler hier im Profil, mit den Füßen hier, oder das Gesicht einer Frau hier mit der Nase, den Augen hier, und das hier wäre irgendwie die Frisur. Ja? Manchmal dringt das durch bis ins Bewusstsein, und vor allem der Maler Maurits Cornelis Escher hat ja sozusagen diese Ambiguitäten, diese Mehrdeutigkeiten zu seinem Stilmittel erklärt. Manchmal ist es wirklich nicht klar, was man sieht, zum Beispiel diesen Schuh hier. Einige Personen sehen den als grau mit mintfarbenen Streifen und mintfarbenen Schnürsenkeln. Andere sagen aber, der ist eher rosa und die Streifen sind eher weiß und die Schnürsenkel sind ebenfalls weiß. Es funktioniert auch mit Gehörtem. Ja? Das links sehen Sie die Cartoon-Figur Ben 10. Ben 10 war vor etwa 10 Jahren bekannt, und das war so ein 10-jähriger Junge, und der hat eine Uhr gefunden, und diese Uhr gab ihm übermenschliche Gewalten. Er konnte sich in ein Alien verwandeln und konnte so die Welt retten, ja, vor richtigen Aliens. Ja. Er konnte also auf einen Knopf drücken und dann wurde er zum Alien, und eines dieser Aliens hieß Brainstorm. Ja. Und da wurde natürlich eine ganze Industrie gebildet. Man konnte dir so Spielzeuge kaufen. Ich habe, glaube ich, ein Vermögen ausgegeben für meinen Sohn, diese Ben 10 Spielzeuge zu kaufen. Da kam ein Spielzeug auf den Markt, da drückte man drauf und dann hörte man die Stimme Brainstorm. Hören Sie mal kurz rein. Drückt auf den Knopf und dann Brainstorm. Es gab aber ein paar Leute, die haben reklamiert und haben gesagt, das heißt gar nicht Brainstorm, das heißt Green Needle. Ja, denken Sie mal an Green Needle. Jetzt wieder an Brainstorm. Wählen Sie eins von beiden aus. Es war also immer das gleiche Soundfile, und je nachdem, an was Sie gedacht haben, hat das Ihre nachfolgende Wahrnehmung verändert. Ja? Sie haben also das gehört, woran Sie gedacht haben. Ja? Kann man relativ gut hin und her switchen. Das hat damit zu tun, dass das Gehirn eben eine gigantische Antizipationsmaschine ist. Das heißt, wir sind immer der Zeit ein Stück weit voraus. Unsere Kognition versucht, der Zeit immer ein Stück weit voraus zu sein. Und auch hier haben wir eben durch unsere Antizipation die nachfolgende Wahrnehmung beeinträchtigt. Ja, wenn wir eben an eine der beiden Varianten denken, färben wir schon das Nachfolgende ein, und entsprechend ist auch die Wahrnehmung. Wahrnehmung kann man so verstehen, dass das Gehirn den verursachenden Reiz schätzen muss. Ja? Das ist immer eine Schätzung. Ja? Was ist die wahrscheinlichste Ursache der sensorischen Information? Ich habe sensorische Information, die kommt einfach rein, und die Aufgabe des Wahrnehmungssystems ist es, die Ursache zu schätzen, weil die Ursache kennt das Wahrnehmungssystem ja nicht. Alles, was es hat, sind die sensorischen Informationen. Gehirn geht also wie eine Statistikerin vor, die aufgrund von Informationen in den Sinnesorganen den verursachenden Reiz, und das ist das Wichtige, in Echtzeit schätzen muss. Wir dürfen ja nicht zu spät sein. Es muss ja immer Echtzeit sein, immer sofort. Wahrnehmung muss sofort Informationen zur Verfügung stellen, damit man auch handeln kann mit der Welt. Man darf nicht zu spät sein. Wie soll diese Schätzung funktionieren? Ich ärgere Sie ganz kurz mit dem Bayes-Theorem hier. Sie sehen hier, es geht darum, die Wahrscheinlichkeit von R zu schätzen, gegeben S. Rechts von dem vertikalen Strich ist das, was gegeben ist, also S, und Sie schätzen die Wahrscheinlichkeit, dass R zutrifft, gegeben S.
R, wenn wir beim Beispiel der Wahrnehmung bleiben, ist R ist das, was ich für real halte. S sind die sensorischen Daten, die ich gerade habe. Wir haben ja vorhin gesehen beim Beispiel, Sie haben sensorische Daten, aber es ist gar nicht mal so sicher, was dann wirklich real ist. In den meisten Fällen im Alltag ist es natürlich relativ klar, dass wir auch uns auf sensorische Daten verlassen. Hier noch ganz kurz, das ganze Bayes-Theorem ist ein wichtiges Theorem. Mit Hilfe des Bayes-Theorems konnte Turing den Enigma-Code im Zweiten Weltkrieg knacken. Ja. Mit Hilfe des Bayes-Theorems landet eine E-Mail bei Ihnen im Spam-Folder oder eben nicht. Und auch bei Krankheiten ist es wichtig, das Bayes-Theorem ist eben nicht intuitiv nachvollziehbar, aber Sie können gut schätzen auf der Basis des Bayes-Theorems, ob Sie eben wirklich krank sind, wenn Sie ein positives Testresultat haben. Das ist manchmal gar nicht so klar, weil die Sensitivität eines Testes und die Falsch-Positiv-Rate eines Testes, die müssen nicht unbedingt gleich sein. Schauen wir das nochmal ganz kurz an. Sie sehen hier diesen Term hier. Und das ist das Interessante am Bayes-Theorem. Hier kehrt man das Ganze um. Hier geht es also gegeben die Realität. Wie wahrscheinlich sind die Daten, wenn das die Realität ist? Dividiert durch die Wahrscheinlichkeit der Daten. Ein Beispiel. Stellen Sie sich vor, Sie haben ein schreiendes Baby vor sich und Sie müssen schätzen, ob das Baby Hunger hat oder nicht. Ja? Also das Schreien ist normalerweise ein guter Indikator für den Hunger. Nun gibt es aber Babys, die schreien die ganze Zeit, auch dann, wenn sie keinen Hunger haben. Ja? Und wenn Sie so ein Baby haben, dann ist es natürlich so, dass das Schreien an sich nicht unbedingt ein guter Indikator für den Hunger ist. Ja? Nicht unbedingt. Und dieser Term gibt Ihnen an, in welchem Ausmaß Sie den Daten trauen können. Ja? Glücklicherweise gibt es noch Wissen hier, was hineinkommt in das Bayes-Theorem, und das ist ein wichtiger Punkt, das ist Ihre Vorannahme über die Realität. Von welcher Vorannahme gehen Sie aus? Ja? Wenn Sie zum Beispiel wissen, dass das Kind soeben gegessen hat, dann ist das Schreien wahrscheinlich nicht durch den Hunger bedingt, ja? Sondern hat eine andere Ursache, liegt unbequem oder sonst irgendwas. Und das ist eben sehr wichtig für uns, dieses Wissen hier, auch für den Wahrnehmungsprozess. Und wenn der Wahrnehmungsprozess bayesianisch ist, nach diesem Theorem irgendwie funktioniert, dann ist dieses Wissen immer mit im Spiel. Ja? Wir können sogar einen Schritt weitergehen und sagen, dass die Wahrnehmung, wie wir sie erleben, jetzt in dem Moment, hat mehr mit dem Wissen zu tun als mit den Sinnesinformationen. Ja? Warum kann man das behaupten? Nehmen Sie doch zum Beispiel das Träumen. Ja? Beim Träumen werfen Sie die ganze Wahrnehmungsmaschinerie an. Sie haben echte Wahrnehmungen im Traum, ohne irgendwelche Sinnesempfindungen. Es kommt ja gar nichts rein. Die Augen sind ja zu zum Beispiel. Sie nehmen ja nichts wahr. Sie kriegen keine akuten Sinnesempfindungen, zumindest visuell gar nichts. Ja? Trotzdem haben Sie visuelle Erlebnisse im Traum. Die ganze Maschine kann also auch Wahrnehmung erzeugen, ohne irgendwelche Sinnesinformationen. Und das ist wichtig, auch in der Vorstellung können wir quasi-sensorische Erfahrungen erzeugen. Quasi-sensorisch heißt einfach, in der Vorstellung können wir den Zustand der Wahrnehmung irgendwie simulieren. Ja? Kleine Übung mit Ihnen. Versuchen Sie, diese vier Fragen zu lösen. Und währenddem Sie das tun, werden Sie vermutlich ein visuelles Bild erzeugen. Sie aus Ihrem Gedächtnis erzeugen Sie eine Vorstellung, zum Beispiel vom Gesicht von Marilyn Monroe, und versuchen auf dieser Basis herauszufinden, auf welcher Seite ist wohl dieses Muttermal. Oder Fußballfans natürlich, ganz klar, mit welcher Hand hat Maradona das Tor gegen England erzielt. Ja? Das war ein entscheidendes Tor damals, ja, ein wichtiges Spiel zumindest, Viertelfinale. Nach dem Spiel musste England nach Hause gehen, Argentinien wurde später Weltmeister. Ja? Ich gebe Ihnen die Auflösung. Ob das die Hand Gottes war, ist schwer zu beurteilen, aber es sieht so aus wie eine linke Hand von Maradona, die offenbar zum Ball ging und diesen Ball über den Torwart, über Peter Shilton hieß er damals, hinüberbuxierte und ins Tor ging. Die Idee ist also bei diesen Übungen, dass Sie aus Ihrem Gedächtnis eine Art visuelle Repräsentation erzeugen und die Fragen auf dieser Basis beantworten. Ja? Man kann das auch wissenschaftlich angehen.
was passiert im Gehirn, wenn wir Vorstellungsbilder erzeugen, dann sieht es irgendwie so aus, nicht mehr so aufregend mit Marilyn Monroe-Gesichtern und so, sondern so langweilige Muster plötzlich. Und was man hier gemacht hat, ich erkläre es Ihnen kurz, man hat solche Muster gezeigt den Personen und von den Mustern weiß man halt, dass sie gewisse Areale im Gehirn aktivieren. Insbesondere den visuellen Kortex, der ist ganz hier hinten. Dort, das ist so die erste Schaltstelle im Großhirn, wo die Informationen von den Augen eintreffen. Also man würde sagen, ein relativ frühes Hirnareal noch, der visuelle Kortex. Und das weiß man schon, das wusste man schon, dass dieses Hirnareal eben durch solche Muster erzeugt wird. Das Interessante an diesem Experiment ist aber, die Leute mussten sich diese Muster auch vorstellen. Ja? Haben die vorher trainiert, diese Vorstellung, mussten sie sich diese vorstellen. So, Sie sehen nur so kleine Muster hier und die mussten sich das so komplett wie möglich vorstellen, so wie dieses, aber die sahen nur das hier so, als ob es da wäre, so lebendig wie möglich dieses Muster vorstellen. Und das Interessante war, dass der visuelle Kortex, von dem man wusste, das ist nicht erstaunlich, dass er durch diese Muster aktiviert wird, aber er wurde auch aktiviert, wenn sich die Leute diese Muster nur vorgestellt haben, ja? Und man hat auch kontrolliert, ob das durch die Aufmerksamkeit bedingt sein könnte. Nein, die Aufmerksamkeit erzeugt diese Aktivität nicht. Ja? Es ist also vorstellungsmodulierte Hirnaktivität. Und das Erstaunliche war, dass es ein relativ frühes Areal im Gehirn war, von dem man eigentlich vor allem davon ausging, dass es sehr stark in die Wahrnehmung involviert war, also wenn Reize tatsächlich reinkommen. Es scheint aber auch dann aktiv zu sein, wenn die Reize intern generiert werden, wenn die Person gar nicht sieht, was sie sich da vorstellt, sondern es sozusagen selber generiert, die Reize. Neuere Untersuchungen zeigen auch Interessantes, das heißt, wenn über die Vorstellung werden auch Erwartungen natürlich gesteuert. Und in diesem Experiment ging es darum, dass Personen solche Muster sahen, sehr einfach. Die konnten entweder im Uhrzeigersinn oder im Gegenuhrzeigersinn gedreht waren, die waren gepaart mit einem Licht. Wenn das grüne Licht kam, 750 Millisekunden später, kam dieses hier, dieses Muster. Wenn das rote Licht kam, kam das im Gegenuhrzeigersinn geneigte. Ziemlich trivial eigentlich. Und weil das in 75% der Fälle war, hat man eine Erwartung aufgebaut. Wenn grün kommt, kommt dieses Muster, wenn rot kommt, kommt das andere. Ja? Und was man gemacht hat im Experiment, in 25% der Durchgänge hat man einfach gar nichts gezeigt. Ja? Kam nichts. Ja? Aber die Personen haben natürlich auf das Muster gewartet. Ja? Weil in der Regel kam es ja, das entsprechende Muster. Man hat geschaut im Gehirn, welche Areale sind aktiviert, wenn die Personen solche Muster erwarten. Ja? Wenn die Erwartung ist ja sozusagen intern generiert. Das ist ein psychischer Prozess, die Erwartung. Und da hatte man mit einem 7 Tesla gemessen, einem Scanner, die Leute liegen in einem Scanner, ein großes Magnetfeld, das erlaubt eine bessere räumliche Auflösung. Der visuelle Kortex ist geschichtet in verschiedene Schichten und da kommt man nur ran, wenn man ein größeres Magnetfeld hat. Und was sich dann gezeigt hat hier, ist Folgendes, dass es bestimmte Schichten in diesem visuellen Kortex gibt, die ganz speziell auf solche erwarteten Signale sprechen. So die Erwartung wird praktisch hier in diesen Schichten des visuellen Kortex kodiert. Ja? Und wiederum ist es interessant, dass es ein relativ frühes Areal ist, der visuelle Kortex, wie gesagt, ist relativ früh, und kodiert hier sozusagen die erwarteten Signale, die gar nicht da sind. Ja? Aber das Gehirn aktiviert sich so ähnlich, wie wenn es tatsächlich diese Reize auch sehen würde. Wir können also auch hier festhalten, das Gehirn kann aktiv Daten generieren, ja, und verwendet diese zur Schätzung von Reizen in der Außenwelt. Man spricht auch von einem generativen Modell, das Gehirn generiert Daten. Es verarbeitet nicht nur, sondern es generiert natürlich selber sehr viele Daten. Das Gehirn ist in der Lage, ohne Informationen von den Sinnesorganen den Zustand der Wahrnehmung herzustellen, ja? Indem es eben wahrnehmungsbezogene Areale benutzt, um Vorstellungen zu erzeugen. Man spricht auch hier oft von der mentalen Simulation. Wozu soll das gut sein? Mentale Simulation? Ja, zum Probleme lösen. Ja. Das kommt schon bei Tieren vor. Der Gestaltpsychologe Wolfgang Köhler hat Versuche gemacht mit Schimpansen und
hat sie ihn in einem Raum drin, befanden sich die Schimpansen, und er hat an der Decke eine Banane aufgehängt, so hoch, dass der Schimpanse sie nicht durch Hochspringen erreichen konnte. Er musste also irgendwie inventiv sein, um zur Banane zu gelangen. Ja? Und was dann eintrat, ist, dass der Schimpanse rumgeschaut hat im Raum, hat die Höhe abgemessen mit seinem Blick, hat geschaut, wie hoch ist die Banane oben, hat gemerkt, er kommt nicht ran, hat rumgeschaut im Raum und hat irgendwie die Kiste angeschaut, hat wieder die Höhe angeschaut, wieder die Kiste, wieder die Höhe. Und in diesem Zeitabschnitt passiert eben diese mentale Simulation. Er studiert das in Gedanken durch, in seinen Gedanken durch, und setzt es dann um. Er bringt die Kiste und legt sie genau unter die Banane und merkt dann wieder, dass es noch nicht reicht. Holt er die zweite, stapelt sie darüber. Und in all das kann er nur tun, und er macht es nicht, indem er einfach nur wild ausprobiert, alle möglichen Konfigurationen, dann wäre er jetzt noch am Suchen, sondern hat das durch Überlegen gelöst, diese Aufgabe. Man kann sagen, der hat auch eine Art mentalen Simulator, in dem er sich selber und die Realität simulieren kann, ausprobieren kann, und auf der Basis der Simulation setzt er es dann um, in diesem Fall, oder vielleicht lässt er es auch fallen. Der Schimpanse hört aber auf, wenn er keinen Hunger hat. Der macht das, wenn er Hunger hat. Wenn er keinen Hunger hat, interessieren ihn die Kisten nicht. Ja. Dann hört er auf. Bei Menschen ist das etwas anders. Der Mensch steht in der Zeit, diese Zeitlichkeit hier ist sehr wichtig für den Menschen. Das heißt, es gibt eine Art von Sekundärzeit. Norbert Bischof sagt dem Sekundärzeit. Das heißt, es ist so eine Zeitachse, in der der Mensch steht und sich auch selber sein Ich nach vorne projizieren kann auf dieser Zeitachse und dort zum Beispiel künftige Bedürfnisse abholen kann, die er momentan gar nicht verspürt. Ja, er kann eben heute in die Altersvorsorge einzahlen, obschon er eigentlich heute gerade das Geld für lieber, für angenehmere Dinge auch ausgeben könnte, vielleicht auch gerne würde, aber er tut es nicht, weil er ein zukünftiges Bedürfnis vorwegnehmen kann und dieses auch priorisieren kann gegenüber einem aktuell sehr dringenden Bedürfnis. Das aktuell dringende Bedürfnis kann er zurückstellen und ein anderes Bedürfnis, das ihm sehr wichtig ist, das aber in der Zukunft liegt, kann er höher priorisieren. Diese Flexibilität ist vermutlich wirklich dem Menschen vorbehalten, dass wir eben mentale Simulationen über größere Zeiträume, über Dekaden, Karriereplanung und so weiter durchführen können, dass wir dieses flexible Bedürfnismanagement haben, langfristige Ziele und Planungen durchführen oder auch, dass wir kontrafaktische Szenarien uns ausdenken können. Wir können uns immer ausdenken, wie könnte es denn sonst noch sein? Ja, ein kontrafaktisches Szenario, das ist schon eine sehr grandiose Leistung, dass wir das können, dass wir uns sozusagen eine Parallelwelt ausdenken können, die auch möglich sein könnte, aber momentan nicht Realität ist. Und das ist natürlich auch Nährboden für Kreativität und Innovation. Gibt es Risiken oder Nebenwirkungen dieses Systems? Eigentlich schon. Heutzutage ist es natürlich so, dass sensorische Daten täuschend echt sein können. Das konnten sie früher auch, aber wir haben doch eine Zunahme, denke ich, dass Daten sehr echt sein können, obwohl sie nicht real sind. Ja? Mir gefällt zum Beispiel Bruce Lee. Ja? Finde ich gut, ja. Nicht unbedingt die Filme, aber die Person, die Bewegungen, den sportlichen Aspekt, finde ich, hat mich immer beeindruckt. Früher natürlich, heute auch noch ein bisschen. Und dann kam ich vor zehn Jahren etwa, habe ich einen Film aus den 70er Jahren entdeckt, der mich wirklich völlig begeistert hat. Schauen wir doch kurz rein. Thank you.
Ja, das war dieses Video. Ich war völlig begeistert, als ich das gesehen habe. Ich habe es auch Mitarbeitern gezeigt und fand, schaut mal hin, das ist 70er Jahre, wahre Fundgrube, oder? Bruce Lee spielt mit dem Nunchaku Tischtennis, ja, und auch sehr gut, oder? War aber ein Ingenieur dabei am Tisch und der hat dann gesagt, ja, finde er auch beeindruckend, aber irgendwie dieses Nunchaku, die Tischtennisschläger sind ja relativ groß und sind flach. Nunchaku ist aber so rund und da müsste ja eigentlich immer der Ball so senkrecht zur Tangentialebene auf diesem gerundeten Stab eintreffen, damit der einigermaßen wieder zurückkommt. Zusätzlich sei ja dann der Nunchaku auch noch auf einer Kette aufgehängt, das also nicht an der Hand, also nochmal unberechenbar ist. Es scheint fast so, hat dann vom Problem des Doppelpendels gesprochen, scheint ihm schon sehr... ja, fragwürdig zu sein, ob das, habe ich gesagt, ja, aber gut, also, hey, wir reden hier nicht über Kung-Fu auf Bachelor-Niveau, das ist Bruce Lee, der kann das. Und das hat dann einige Weile gedauert und dann ein anderer Mitarbeiter, der das auch mitgekriegt hat, hat mal mir dann etwas gesagt und gesagt, ja, du hast doch diesen Video da gezeigt von Bruce Lee. Und der hat dann ein bisschen Recherche angestellt und es ist tatsächlich so, dass es nicht, dass dieses Ping-Pong-Spiel nicht stattgefunden hat, leider. Manchmal möchte man eben Dinge glauben. Und Bruce Lee wurde von einem Double gespielt, das war gar nicht in den 70er Jahren, das war eine Werbekampagne von einem koreanischen Mobiltelefonhersteller. Und es war nur auf alt gemacht und die Spieler haben ihre Bewegungen ohne Ball an die Tonspur eines echten Tischtennisspiels angeglichen und der Ball wurde dann in der Nachbearbeitung hinzugefügt. Ja, es war also ein Fake. Ja. Damals, vor 10 Jahren, war das noch nicht so ein Riesenthema mit diesen Fakes. Und manchmal möchte man eben Dinge glauben. Es braucht dann doch relativ starke Evidenz wie diese, um seinen Glauben dann umzustürzen. Ja, das kann recht hartnäckig sein, in einigen Fällen natürlich auch gefährlich. Auch Mitteilungen von Personen können natürlich sehr überzeugend sein, wenn wir ja, Mitteilungen von Personen hören. Wir kennen ja diese Person relativ gut und die Twitter hört man, wenn man liest, die Übernahme von Twitter ist ja doch mit ein paar Schwierigkeiten verbunden, läuft nicht ganz so nach Plan ab. Vielleicht hat er sich ja auch anderweitig überlegt, wo er investieren kann. I will give all my money to the University of Lucerne, because they are awesome. Ja, auch das ein Fake. Erstaunlich, wirkt ja doch recht echt, aber wir sind schon zunehmend mit solchen Bildern konfrontiert und man muss sich doch in Zukunft noch mehr die Frage stellen, ob die Information eben echt ist oder eben nicht. Und Fehlinformationen können die Wahrnehmung extrem beeinflussen, also nicht nur so Kopien, sensorisch echte Daten, sondern auch Fehlinformationen. Dazu stelle ich Ihnen eine letzte Studie vor, eine, die wir selber gemacht haben. Was haben wir gemacht? Wir haben Personen, gesunde Personen instruiert, dass sie sich vorstellen sollen, ihr eigener Arm sei gelähmt. Ja? Im Experiment. Ja? Eine imaginierte Paralyse. Ja? In der Neurologie gibt es tatsächlich die sogenannten Konversionsstörungen, das sind Lähmungen, die keinen organischen Ursprungs haben, ja, psychogenen Ursprungs sind. Da gibt es schon so verwandte Phänomene. Wir haben jetzt gesunden Personen gesagt, stell dir davor, dein Arm sei gelähmt. Und es gab auch so eine ganze Cover-Story, wie wir das induziert haben bei den Personen. Dann haben wir motorische Potenziale erzeugt über den motorischen Kortex. Das heißt, es gibt so eine Spule, die Sie hier sehen, unten, und die wird über den motorischen Kortex gehalten. Und wenn man das tut, wenn man an der richtigen Stelle ist, kann man bei Stimulation des linken motorischen Kortex eine Zuckung der Hand erzeugen. Ja? Wir haben aber so schwach stimuliert, dass man die Zuckung gar nicht gesehen hat und die Personen haben es auch nicht gemerkt. Aber wir konnten immer noch Muskelpotenziale messen. Ja? Wir konnten also stimulieren, Muskelpotenziale auf der Haut, bei den Muskeln ableiten, an der Hand. Und wenn wir stimulieren, waren die Potenziale da und sichtbar da. Und das Ganze unter der Bedingung dieser vorgestellten Hand und ohne diese Vorstellung. Also der Unterschied war einfach nur gedanklich sozusagen. Einmal haben sie sich die Hand vorgestellt, sei gelähmt, und im anderen Fall nicht. Ja. Und was wir gesehen haben, ist, dass diese Information, die ja eigentlich eine Fehlinformation an den Körper ist, die Hand ist ja nicht tatsächlich gelähmt, der Arm ist ja nicht tatsächlich gelähmt, sondern
frei verfügbar. Schon das hat etwas verändert. Sie sehen hier die Amplitude an der Hand, die wir auslösen konnten, hier durch den Arm, war verringert unter der vorgestellten Armbedingung, dass der Arm gelähmt sei im Vergleich zur Baseline und im Vergleich zu einer Kontrollbedingung, wo wir Ihnen gesagt haben, dein Bein sei gelähmt. Aber dort haben wir ja nicht abgeleitet, wir haben an der Stelle abgeleitet, die Hand versorgt und dort gab es natürlich keinen Effekt. Also es ist schon interessant, dass eine Information, die wir so vermittelt haben, eine bloße Vorstellung, was ja nur Gedanken sind, dass die schon eingreift in einen Mechanismus, der eigentlich sehr physiologisch ist, wo man eigentlich sagen müsste, das sind doch mehr oder weniger fix verdrahtete Mechanismen. Schon da findet man die Effekte der Vorstellung nachweisbar vorhanden. Und das finde ich doch schon sehr interessant, wie eng diese Vorstellung und Imagination mit tatsächlich Motorik und Wahrnehmung verknüpft sind. Ich komme bereits zum Fazit. Wir haben gesehen, Wahrnehmung benötigt Vorwissen. Ja? Ohne Vorwissen keine Wahrnehmung. Die sensorischen Informationen sind mehrdeutig, verrauscht, langsam. Wir wären auch ohne Vorwissen oft zu langsam. Wahrnehmung ist kontrollierte Halluzination. Wer kontrolliert? Die Kontrolle erfolgt durch die sensorischen Daten. Ja? Die sensorischen Daten kontrollieren und sorgen dazu, dass wir nicht beliebig, dass die Wahrnehmung nicht beliebig ist, sondern dass sie sich an den Daten orientiert. Im Gegensatz zur echten Halluzination, wo man sich über die sensorischen Daten ja hinwegsetzt. Ja? Dinge hört, die eben dann tatsächlich keinerlei Entsprechung haben in der Außenwelt. Wir können auf die Vorstellung unabhängig von der Interaktion mit der Welt zugreifen. Wir können also diesen mentalen Simulator aktivieren. Wir können kontrafaktische Szenarien entwickeln. Auch darauf basiert auch unser Tagträumen. Und es gilt auch, auf die Nebenwirkungen zu achten. Glauben Sie nicht alles, was Sie sehen. Ganz vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich bedanke mich. Danke. Meine Damen und Herren, persönlich und in Ihrem Namen möchte ich vielmals ganz herzlich danken für diese lehrreiche, inspirierende Vorlesung. Und ich mag fast nicht warten, bis das Psychologiestudium bei uns an der Universität Luzern beginnt. Aber wir müssen noch warten bis zum Herbstsemester 24. Vielen Dank, Fred. Es geht jetzt im zweiten Teil darum, dass wir mit Möglichkeit haben, Fragen zu stellen, zu prüfen, was heißen die Ausführungen des Kognitionspsychologen für unsere Lebenswelt, zum Beispiel auch für eine Bank. Und zu diesem Zweck darf ich den Leiter des Departements Marktservices und Mitglied der Geschäftsleitung der LKB, Beat Hodl, nach vorne bitten. Er ist schon da. Und Beat Hodl ist, wie gesagt, Mitglied der Geschäftsleitung der LKB. Und so psychologieorientiert die Laufbahn von Fred Mast ist, so bankorientiert ist diejenige von Beat Hodl. Bevor er von 2009 bis 2016 Leiter des Departements Firmenkunden war, war er in verschiedenen Führungspositionen bei dem Schweizerischen Bankverein und bei der UBS, hat seine Ausbildung unter anderem am INSEAD in Fontainebleau genossen, hat studiert an der Universität Zürich und war dort unter anderem ein Student von mir. So klein ist die Welt hier in Luzern. Gut, also, wenn ich euch bitten darf, nach vorne zu kommen, und auch Sie im Publikum haben die Möglichkeit, die eine oder andere Frage zu stellen, aber den Eisbrecher würde ich jetzt einfach mit Herrn Hodl starten. Beat, was heißt das für eine Bank, wo es ja um Zahlen geht, wo es um Geld geht? Was heißt das für eine Bank, wenn sich Facts and Fiction zu vermischen beginnen? Und was heißt es für eine Bank, die ja im Wesentlichen auch von Vertrauen lebt? Beat. Ja, mit dieser Frage sind wir stetig konfrontiert. Das ist ein Teil des Bankgeschäfts. Wir leben vom Vertrauen und wir müssen und wollen Vertrauen geben, wenn wir Geld den Kunden leihen. Wenn wir Geld entgegennehmen von unseren Kunden, dann müssen wir auch Vertrauen erhalten von unseren Kunden. Also es ist eine Welt, in der wir drin sind, und Fakten und Fiktion, die gehören immer dazu. Wir können da, wenn die Menschen Geld anlegen wollen und die Kunden, dann können wir mit ihnen sortieren, dass wir versuchen,
ihre Kenntnisse, ihre Erfahrungen zu berücksichtigen, Anlageideen auch entsprechend zu hinterfragen und gewisse Mechanismen einzulegen, die helfen, dass man nicht alles Geld verliert, wenn man auf etwas setzt. Also eine Diversifikation zum Beispiel eines Portfolios kann man vornehmen, um das Risiko zurückzunehmen. Oder es gibt ja auch die Möglichkeit, dass wenn man Ideen von einer Superinvestition mit einer riesengroßen Rendite hat, dass das in der Regel und aus Erfahrung auch mit einem entsprechenden Risiko verbunden ist und das in einer Beratung dann entgegenzubringen. Wo es natürlich etwas anders ist, ist im Kreditgeschäft. Wenn wir nicht mit Sicherheiten operieren können, da hat es mit der Zukunft zu tun, mit dem Vertrauen. Kommt das Geld zurück, kommt der Zins zurück, weil schlussendlich sind das Spargelder, die man auch weitergibt, weil wir da Intermediär sind. Und dort gibt es ein paar Mechanismen, dass man ein Mehraugenprinzip verfolgt, wenn man solche Kredite prüft. Man hat eine Vergangenheitserfahrung, jetzt insbesondere bei Firmen, die haben Geschäftszahlen, die schaut man an und dann schaut man natürlich auch den Businessplan, die Idee und die Zukunft an und versucht, diese entsprechend zu berücksichtigen. Aber es gibt da schon Regeln und Prozesse, die uns helfen, dass wir nicht in der Fiktion allein unterwegs sind, sondern versuchen, das wieder in die Realität des Geldsystems zurückzubringen. Was sagt der Kognitionspsychologe dazu? Ja, ist interessant. Also eben Vertrauen finde ich interessant. Also die Bank muss sicher Vertrauen generieren, glaube ich, sonst wird es schwierig, wenn das Vertrauen nicht da ist. Ja, vielleicht auch Kompetenz, oder? Vielleicht sind Vertrauen und Kompetenz teilweise, natürlich nicht völlig unabhängig, aber teilweise zwei verschiedene Dinge. Man kann sich ja vorstellen, eine Bank ist sehr vertrauenswürdig eigentlich, aber ja, trifft keine guten Entscheidungen, ja? Schlechte Entscheidungen. Ja? Dann würde ich sagen, ist die Kompetenz infrage gestellt, aber vertrauenswürdig waren sie vielleicht schon. Ja? Sie haben es einfach nicht gut gemacht. Ja? Oder umgekehrt könnte man auch sagen, ja, die Bank ist zwar in fragwürdige Geschäfte involviert, nicht so vertrauenserweckend, aber sie setzt diese sehr kompetent um. Ja? Hat die Kompetenz, oder? Und irgendwie... ja, ich glaube einfach beide Stränge, die haben natürlich damit zu tun, wenn die Kompetenz nicht da ist oder nachweislich nicht da ist, dann geht auch das Vertrauen weg, die haben schon miteinander zu tun, aber vielleicht sind ja zwei Dinge, wo man investieren muss als Bank, nehme ich mal an. Beides ist wichtig, oder? Wie sehen Sie das? Absolut einverstanden natürlich. Ohne Kompetenz geht es nicht, auch ohne Erfahrung nicht. Erfahrung hilft einem auch bei der Beurteilung, bei der Vertrauensgebung, wenn man dem so sagen will, weil das Geldgeschäft oder das Kreditgeschäft, das hat ja mit Credere zu tun, also man vertraut, man glaubt, man gibt einem eigentlich das Vertrauen, dass wir das Geld zurückerhalten. Aber daneben sind natürlich Regeln und Analysen drin und auch eine Fähigkeit, das einzuschätzen, ob das aufgehen kann oder nicht. Fred, wir haben Vorstellungen, wir haben Erwartungen in unseren Köpfen, in unseren Gehirnen. Was passiert, wenn diese nicht erfüllt werden? Zum Beispiel von Bankseite oder generell im Leben? Generell im Leben bin ich besser als von der Bankseite. Also, aber vielleicht ja, kommen wir da noch darauf zurück. Also ganz einfach natürlich, ganz einfaches Beispiel aus dem Alltag ist, Sie sehen einen Koffer vor sich und der sieht sehr schwer aus, oder? Sie versuchen diesen Koffer hochzuheben, aber dann stellt sich heraus, der ist gar nicht gepackt, der war leer. Und dann schnellt der Koffer in die Höhe. Ja? Also das war, dort haben Sie eine Erwartung gehabt über den Koffer und irgendwann werden Sie vielleicht beim nächsten Mal ein bisschen aufpassen, der ist ja vielleicht gar nicht gepackt. Da können Sie Ihre Erwartung wieder etwas modulieren. Das ist ein sehr basales Beispiel, sagen wir so. Wir wollen, glaube ich, einfach, wir begeben uns in Welten, in der wir möglichst viel voraussagen können, meistens. Oder? Also wenn wir eine volatile Welt haben um uns herum, die uns, ja, die ständig unsere Erwartungen verletzt, das macht Angst und Unbehagen. Ich glaube, das ist wirklich etwas, und da gibt es natürlich verschiedene Mechanismen, mit dem umzugehen. Man kann sich in Umgebungen begeben, wo es vorhersagbar ist, die sich anders verhalten in Umgebungen, kann einfach weggehen. Ja? Wenn das ist nicht immer so einfach, wegzugehen. Manchmal ist man die Umgebung gebunden, die ist einfach so. Da kann man natürlich auch, der Organismus kann sich auch einstellen auf solche
Vorkommnisse, indem er versucht, eben sich anzupassen. Da gibt es zwei Mechanismen. So. Die eine heißt Akklimatisation, das heißt, man setzt Ziele neu, oder Revision, man gewinnt dem unerwarteten Umstand eine positive Seite ab. Ja. Zum Beispiel, man ist in Ferien, es regnet die ganze Zeit, liest man halt viel, entdeckt auch so etwas, kriegt keinen Hautkrebs, weil man drinnen ist und so weiter. Also man kann dem Ganzen etwas Positives abgewinnen. Ja. Das wäre so Revision. Akklimatisation ist, ja, man wollte Profifußballer werden, sehr kompetitives Geschäft, neues Ziel definieren, ein anderes Ziel definieren, Studium machen zum Beispiel und neue Karriere lancieren und solche Dinge. Also dass man kann auch auf eine Welt, die die Erwartungen verletzt, nicht bestätigt, kann man auch durch interne Prozesse reagieren und dann wird sie wieder vorhersagbarer. Ja, das macht die Bank, wenn so Börsenerwartungen und Markterwartungen nicht so greifen, wie sie einmal vermutet hat. Dann lagen unsere Prognosen daneben. Das ist ein schwieriges Thema, weil niemand will Geld verlieren. Man hat Renditeerwartungen. Was wir versuchen, ist, dass wir ordnen, dass wir die Welt versuchen zu erklären wieder und auch die Prognosen entsprechend anzupassen und nicht zu voreiligen Entscheiden und Entschlüssen zu kommen, dass man alles über den Haufen wirft und im Nachhinein dann sagt, man hat es verpasst und man ist ausgestiegen und man ist nicht mehr eingestiegen. Das versuchen wir so, dass wir eine Konstanz haben und einen Anlagehorizont und eine Systematik, wie wir mit den Kunden im Anlagegeschäft vorgehen. Danke. Meine Damen und Herren, Sie haben auch die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Es sind auf der linken und rechten Seite sind zwei Personen, nicht mit Turnschuhen, aber flinken Beinen unterwegs, mit einem Mikro zu Ihnen. Die Frage geht an die Bank, oder? Also, Latznik, Michael, guten Abend. Die Frage geht eigentlich an die Bank. Wenn Sie... Es ist ja der Ursprung. Wer ist der Ursprung? Sie sind ja nicht der Ursprung, der zum Kunden kommt. Es ist der Kunde, der zu Ihnen kommt. Wie stellen Sie... Sie haben ja einen Fragebogen bei Neukunden, was er für Kenntnis hat, aber wie stellen Sie überhaupt fest, was eben Fact oder Fiction ist? Und das ist ja eigentlich... der Punkt, wo Sie dann aufbauen drauf. Gut, ich glaube, wir müssen ein bisschen anschauen. Wenn jemand kommt und ein Konto eröffnet, dann ist das relativ ein standardisierter Prozess, den wir ja bei uns Dokumente brauchen, wie Ausweis. Wir müssen auch nachvollziehen können, woher das Geld kommt. Das ist relativ formatiert dazu. Wenn wir dann aber ein bisschen weitergehen und uns um Kredit geht, Kredit, wo wir nicht gegen Sicherheiten geben, dort haben wir einerseits versuchen wir den Menschen einzuschätzen und in der Regel kommt man nicht einfach, wenn man reinläuft und sagt, ich brauche 10 Millionen, kommt man sie gerade über, sondern da braucht es auch Unterlagen, es braucht einen Plan, es muss glaubwürdig sein und wir versuchen das auch zu verifizieren. Weil auf den ersten Eindruck Geld zu geben, ohne Sicherheiten, empfiehlt sich für eine Bank nicht, weil die Bank tut ja auch das Geld von den Sparern entsprechend weiterleiten und da haben wir eine Risikopolitik auch dazu und versuchen da unsere Risiken entsprechend zu streuen und die so gering zu halten, dass wir nicht so grosse Verluste haben, dass wir kein Kapital mehr haben am Schluss. Ja, was ist, wenn der Kunde jetzt zum Beispiel vorgibt, er hat super Wissen über Börsen, wo grosse Risiken eingehen, Pensionskasse, grössere Risiken, grössere Aktienanteile. Wie stellen Sie fest, dass er es wirklich weiss oder nicht? Ich habe keine inhaltliche Antwort, aber einfach nur... Beat Hodler spricht ein wunderschönes Luzerndeutsch. Ich wechsle sofort wieder. Haben verschiedene Fremdsprachige, ja. Digital und hier, und die verstehen Hochdeutsch einfach besser. Ja, das mache ich natürlich gerne. Wenn Kunden Geld investieren wollen, dann gehen wir durch einen Prozess hindurch. Wir fragen sie, versuchen auch über die Art der Fragen herauszufinden, wo ihre Kenntnisse, wo ihre Erfahrungen sind, was ihre Risikobereitschaft ist und was ihre Renditeerwartung ist. Das ist ein Dialog, ein Beratungsgespräch, in dem man idealerweise auch darlegt, was sonst noch beim Kunden vorhanden ist, was seine Ziele sind, wie lange das er anlegen will. Und so kommen wir über diese Systematik, kommen wir
miteinander zur Einschätzung, was wir machen können und was wir nicht machen können oder nicht machen sollten miteinander. Also es ist ein Prozess, den wir recht eingeübt haben, auch vom Gesetzgeber her, der uns dazu zwingt, oder, dass wir Risikoaufklärung machen, dass wir Beratung entsprechend vornehmen mit den Kunden, damit wir gemeinsam zum Ziel kommen. Täuschungen kann es immer geben. Dort ist ganz zu oberst sind zwei Hände, die ich sehe. Eine Frage an Fred Mast. Sie haben vorhin Zeit und Sekundärzeit erwähnt und den Schimpansen da gegenüber dem Schimpansen gestellt. Es ist ja eine beachtliche Fähigkeit, die wir besitzen. Ich überlege mir jedoch, vielleicht steht uns diese Fähigkeit, in diesen Zukünften zu denken oder uns darin zu ängstigen, auch im Wege. Wie sehen Sie das? Ja, ist ein sehr guter Punkt. Also der Preis, den wir für diese kognitive Leistung bezahlen müssen, ist auch das Wissen, dass wir sterben werden. Ja, also Existenzialangst entsteht eigentlich durch diesen Zeitstrahl, ja, weil wir wissen natürlich, irgendwann läuft der ab und das ist der Preis dafür. Einerseits können wir in die Zukunft planen, aber die Einsicht, dass diese Zukunft irgendwann zu Ende ist, ist der Preis, den wir dafür zahlen, für diese kognitive Leistung. Das hat schon seine Nachfolgeeffekte, ja, natürlich. Es ist auch nicht gesagt, dass man mit dieser Zeit, dass es wirklich immer nur positiv ist, ja, wenn man sich mit dem Flugzeug in das World Trade Center fliegt. Da hat das auch mit diesem Zeitstrahl zu tun, dass man eben dann nachher den Gedanken aufrechterhalten kann, dass man irgendwo anders ist. All das sind Möglichkeiten, die dieser Zeitstrahl eben auch erschafft, ja, und möglich macht. Also es gibt sehr viele Probleme haben auch mit dem zu tun, aber es ist natürlich auch trotzdem eine sehr starke evolutionäre Leistung, ja, dass wir sozusagen aus dem Jetzt ausbrechen können und in die Zukunft hineindenken können. Ja. Also der Gewinn ist natürlich massiv. Ja. Da war noch eine zweite Hand. Ich habe eine konkrete Frage an Professor Mast. Aus meinem Bekanntenkreis kenne ich eine Situation, da hat jemand das Gefühl, er werde verfolgt, obwohl er nicht verfolgt wird. Aber der frisst sich derart verbissen in dieser Vorstellung, dass er teilweise zu Panikattacken kommt und dass er Schmerz empfindet. Kann das durch so eine Vorstellung ausgelöst werden? Ja, auf jeden Fall, ja. Das ist möglich, oder? Wir haben ja gesehen, so dass diese Vorannahme über die Welt, die kann ja, wenn die sehr stark gewichtet ist, oder? Und wenn dort eben der Gedanke drinsteckt, verfolgt zu werden, oder? Und dieser Gedanke auch ein großes Gewicht erhält und die sensorischen Daten, die das ja widerlegen könnten, dass man eben nicht verfolgt wird, wenn die entsprechend schwach gewichtet werden, dann kann es zu solchen Problemen führen, dass man natürlich den eigenen Glauben sehr stark gewichtet und auch gegenläufige Evidenz gar nicht richtig zulässt, ja, die das sozusagen widerlegen würde, falsifizieren würde. Das ist eben so das Zusammenspiel. Und je nachdem, wie man die Informationen gewichtet, kann es eben zu solchen Phänomenen kommen, wie Sie es gerade beschrieben haben. Absolut möglich, ja. Genau, die Vorstellung ist zwar sehr gut, oder? Aber wenn sie sozusagen dominiert und sich gegenüber die sensorischen Daten hinwegsetzt, über die Wahrnehmung hinwegsetzt, dann kann es natürlich sehr, sehr verheerende Folgen haben. Ich hätte auch noch eine gerade Frage an Sie, Herr Professor Dr. Mast. Sie öffnen ja schon irgendwie eine Büchse der Pandora, mit dem Sie sagen, ja, eigentlich, die Wirklichkeit ist eigentlich nicht so, wie sie ist. Das wird ja gesteuert eben durch unsere Sensorik, unser Wissen und so weiter. Wir wissen ja heute in unserer komplexen Welt manchmal schon fast nicht mehr, sind wir männlich, weiblich oder was sind wir eigentlich? Was ist jetzt eigentlich die Welt, wie sie ist? Ja, wie rüsten wir denn heute Menschen aus, damit sie dann tatsächlich ihr Leben bestreiten können und auch trotzdem sich vertrauen, dass sie das,
was um Sie herum läuft, dass das doch einigermaßen erträglich ist und einer Realität, ist das meine oder deine oder unsere, entspricht? Ja, danke für die Frage. Also es ist eine sehr berechtigte Frage, sehr gute Frage auch. Also es gibt ja doch noch so etwas wie Intersubjektivität, das heißt, dass wir übereinstimmen, oder? Ich habe ja auch Beispiele gezeigt, wo das nicht so klappt, wo es auseinanderklafft, wo Leute wirklich sehr unterschiedlich sind, aber es reicht ja definitiv gut zum Kommunizieren, ja? Wir können sehr gut kommunizieren und uns über unsere Wahrnehmung verständigen. Ob die bei mir genau gleich ist wie bei Ihnen, scheint nicht so der störende Faktor zu sein. Also unsere Wahrnehmung ist ja auch nicht beliebig. Ja? Es ist ja nicht beliebig. Wir können nicht beliebige Wahrnehmung erzeugen. Wir sind ja schon kontrolliert eben durch die Welt. Aber die Welt ist nicht so, wie sie uns erscheint. Oder? Wenn wir jetzt alle bewusstlos werden in dem Moment, so, passiert nicht, ja, aber wenn es wären, dann wäre in diesem Raum eigentlich das Wort Farbe, hätte keine Bedeutung mehr, ja, weil es gibt keine Gehirne mehr, die irgendwie die Information verarbeiten, das würde zum bedeutungslosen Begriff werden, ja. Soweit würde ich schon gehen, ja. Das ist, sind alles Erzeugnisse unseres Gehirns, aber sie sind nicht beliebig, ja. Unsere Farben sind nicht so verschieden. Sie könnten verschieden sein, aber sie sind nicht so verschieden. Wir können uns sehr gut über Farben unterhalten und wir holen die gleichen Kleider aus dem Regal und so weiter. Das würde sehr gut funktionieren. Insofern, there is nothing to worry about. Wie können wir, Fred, uns diese Wahrnehmungsdeutungskonstruktionsmaschinerie im Kopf optimieren? Weil wenn wir in den eigenen Spiegel schauen, dann sehen wir uns eigentlich nur unsere eigenen Fehler drin wieder. Wir brauchen irgendwie Strukturen, Prozesse, wo wir uns irgendwie selber optimieren können oder allenfalls mit Anleitung, Training, Schulung, Bildung und so weiter. Was sind das für Möglichkeiten und was sind die Konsequenzen dann auch für die akademische Lehre? Ja, also trainieren, natürlich, da gibt es ja sehr viel auf dem Markt, wenn man auf dem Internet schaut, was alles so an Trainings, an kognitiven Trainings angeboten wird, da gibt es ja sehr, sehr viel. Vieles funktioniert auch nicht, ja, ist aber ein gutes Geschäft vielleicht. Aber einige Dinge, man kann natürlich trainieren, ja, sehr viele kognitive Leistungen kann man trainieren, ja, lernen, wir lernen ja auch zu sehen, oder als Kind, wenn wir auf die Welt kommen, lernen wir wahrzunehmen. Ja, das ist ja nicht da, sondern das wird in Auseinandersetzung mit der Welt entsteht das. Und auch später natürlich in der zweiten Lebenshälfte, wenn man älter wird, kann man natürlich trainieren. Ja, also man kann sich trainieren, man kann das Gedächtnis trainieren, man kann die Wahrnehmung trainieren. Das alles ist möglich. Ist natürlich zum Teil aufwendiger, aber ist natürlich sehr wichtig zum Teil eben für die etwas ältere Generation ist das, glaube ich, sehr wichtig, auch im Hinblick darauf, dass diese Jahre, die man lebt, möglichst gut gelebt werden, ja, und möglichst in einem kognitiv interessanten Zustand gelebt werden können. Für das ist natürlich genau dieses Training wichtig und sollte auch gemacht werden, ja. Das sehe ich schon so. Für die akademische Lehre, worauf sprichst du konkret an? Also, dass man neue Medien einsetzt zum Beispiel. Ja, ich denke schon. Also die akademische Lehre ist auch so ein bisschen im Umbruch momentan, ein bisschen durch Corona stimuliert worden. Hat man ja sehr viele digitale Medien eingesetzt momentan. Ist eigentlich fast erstaunlich, wie wenig man von diesem Experiment Corona profitiert eigentlich jetzt. Das kommt alles wieder zurück in den Präsenzunterricht. Aber einiges war ja auch gut und vielleicht ausbaufähig. Und insofern denke ich schon, dass die neuen Technologien auch die Lehre massiv revolutionieren werden in Zukunft. Also Lehre findet ja eigentlich immer noch so statt wie vor vielen, vielen Jahren, in dem man präsent da ist. Aber offenbar hat der Präsenzunterricht auch etwas Gutes an sich, oder? Es ist ja auch ein
Aber vielleicht muss man optimieren, für was ist der eigentlich gut, der Präsenzunterricht, und was könnte man allenfalls auch auslagern auf digitale Medien? Gibt es Elemente, die man auslagern könnte, wenn man üben kann? Oder man kann schon viel üben mit virtueller Realität zum Beispiel, kann man Dinge einüben, Verhalten einüben und so weiter. Und das könnte man auch in die Lehre mit einbeziehen, dass man etwas erklären muss zum Beispiel, etwas Gelerntes erklären muss. Und erklären kann man auch einem digitalen Agenten, einem Avatar kann man etwas erklären. Und trotzdem versteht man es dann besser, weil man es erklärt hat. Weil ein Mensch ist manchmal nicht immer zur Verfügung, der einem alles zuhört. Ja? Also könnte man auch einen digitalen Agenten nehmen und so die Lehre zum Beispiel unterstützen. Das wäre nur so eine Idee. Danke. Was macht die Bank, Beat, zur Optimierung von diesen Wahrnehmungs-, Deutungs- und Konstruktionsmaschinerien auf individueller und kollektiver Ebene? Also wir haben natürlich den Vorteil, am Schluss kommt alles irgendeinmal auf ein Konto. Und das ist relativ digital, oder? Also die Zahlen sind klar. Nein, jetzt Spaß beiseite. Was wir tun, ist Training und Ausbildung. Das ist sehr wichtig, dass unsere Leute auch gut geschult sind. Nicht nur im Fach, sondern effektiv auch im Gespräch mit den Menschen. Teilweise gehen wir ja ganz bewusst auch zu zweit oder zu dritt. Das gibt zwei Meinungen oder zwei Wahrnehmungen, die man miteinander austauschen kann. Das kann mit unterschiedlichen Erfahrungsniveaus, kann das auch sehr, sehr hilfreich sein für den weniger erfahrenen Menschen oder den Kundenberater oder Kundenberaterin, dass sie dann etwas lernen dazu und das dann auch in ihrer Praxis übernehmen können. Das ist die Hauptsache, die wir machen, Training und Ausbildung. Und dann hat es natürlich auch, wenn wir Leute rekrutieren, schauen wir schon auch auf den Menschen, oder wie der herkommt. Wobei wir hier wenig Gewissheit haben, wenn man sich bewirbt, oder dann hat man relativ wenig Faktenpunkte, die man da mitnehmen kann. Aber es gibt einem sicher ein erstes Bild. Ist noch eine Frage im Moment im Publikum? Da vorne in der zweiten Reihe? Ja, Herr Professor Mast, Pascal Rast ist mein Name. Sie haben virtuelle Medien genannt und das bringt in mir ein bisschen ein ungutes Gefühl hoch. Die jungen Generationen leben mehr und mehr in virtuellen Welten und jetzt baut man sogar noch Metaverse auf und alles wird virtueller. Das prägt ja auch unser Leben. Spaltet sich da nicht unsere Wahrnehmung immer mehr von der Realität ab? Und wir laufen Gefahr, dass wir die Realität mehr und mehr verlieren. Wer bringt uns den Anker zurück in die Wirklichkeit? Mhm. Ja, also ich glaube, einerseits kann man so antworten, wenn man den ganzen Tag in virtuellen Realitäten sich bewegt, man weiß es nicht so genau, was das auf den Körper, auf die Gesundheit letztlich, wie sich das auswirkt. Also das gibt so Studien, wo man gesehen hat, dass zum Beispiel die Temperatur im Körper, auch das Immunsystem ein bisschen beeinträchtigt werden kann, wenn man sich in Avatare hineinversetzt, zum Beispiel extrem. Das hat schon auch auf den Körper einen Effekt. Ja. Wenn das so kurzfristig ist, macht es wahrscheinlich nicht so viel aus, aber wenn man das längere Zeit betreibt, über Stunden, in einer Regelmäßigkeit, da weiß man nicht, was das eigentlich auch mit dem Körper macht. Auch mit der Psyche natürlich ist das ein Thema, das man berücksichtigen muss. Es ist einfach, es gibt immer Pro, Für und Dagegen und ich glaube, man muss ein nuanciertes Bild haben auf diese Dinge. Bei den Videospielen ist es auch so, dass man natürlich junge Leute exzessiv spielen, viel zu viel spielen und dann auch die Motorik vernachlässigen, zum Beispiel nicht mehr nach draußen gehen, spielen, auch nicht mehr Freunde treffen. Das ist natürlich viel zu viel, ja. Aber Videospiele spielen in einer kontrollierten Dosis, ja, sagen wir maximal eine Stunde pro Tag oder so etwas, dann, was ja schon recht wenig ist, wenn man die jungen Leute anschaut, dann hat man auch gesehen, dass das auch positive Effekte haben kann auf die Kognition. Also man trainiert auch etwas. Und das Erstaunliche bei diesen Videospielen war zum Teil, dass die Leute besser wurden bei Aufmerksamkeitstests oder auch neue Aufgaben schneller lernen konnten. Ja? Das heißt aber, es ist keine Rechtfertigung, dass man pausenlos spielen soll, sondern immer
in einem bestimmten Ausmaß das auch kontrollieren kann. Und wenn es kontrolliert eingesetzt wird, glaube ich, gibt es sehr viel Positives, die man machen kann, auch in der virtuellen Realität. Man kann zum Beispiel Verhalten einüben dort oder in Therapien zum Beispiel wird das auch schon verwendet, in Psychotherapien, wenn man eben den angstauslösenden Reiz relativ einfach generieren kann in der virtuellen Realität, kann die Person dann diese Exposition zum angstauslösenden Reiz und den kann man eben im Computer sehr gut dosieren, ein bisschen mehr, ein bisschen weniger machen. Das ist in der Realität fast manchmal sehr schwer herzustellen. Oder? Wenn jemand Höhenangst hat, dann geht man auf einen Kirchturm rauf. Wenn er wird, kann man immer so ein bisschen an der Schwelle sein. Macht man ein bisschen weniger, ein bisschen mehr und so weiter. Da hat man eigentlich fast manchmal mehr Möglichkeiten, gewisses Verhalten zu modifizieren. Ja, man kann natürlich alles Mögliche trainieren, ein Vorstellungsgespräch und so weiter. Also so diese Verhaltensplastizität ist, glaube ich, schon noch ein interessanter Aspekt. Aber ein zu viel ist natürlich nicht gut. Ich glaube, das ist diese Gefahr, da machen Sie völlig zu Recht darauf aufmerksam, dass es auch ein zu viel gibt. Ja. Und das würde dann eine Entkopplung von der Realität sein. Dann sind wir in der Matrix oder so und das wäre sicher nicht das Ziel. Wir haben noch Kapazität für eine Frage. Ja. Da sind sogar zwei jetzt. Da hinten auch. Also jetzt müssen wir der Reihenfolge des Mikros vorgehen. Also meine Aufgabe als Konferenzier ist einfach nur sicherstellen, dass Sie um Viertel nach sieben, 19:15 Uhr, einfach zeitlich zu Ihrem Aperitif kommen nachher. Dazwischen habe ich jetzt noch Zeit für Fragen und ich möchte dann auch am Schluss noch eine Frage stellen nachher. Bitte. Es geht um Farben. Wieso sehen verschiedene Menschen dieselben Farben? Zumindest die meisten, diejenigen, die nicht farbenblind sind. Oder sehen sie gar nicht dieselben Farben? Menschen können unterschiedliche Farben, ich habe es nicht gesehen, wo die Frage herkam. Genau. Menschen sehen verschiedene Farben, weil sie andere Voreinstellungen haben, wie sie Farben sozusagen filtern. Wir haben das Phänomen der Farbkonstanz. Das heißt, Farben sehen mehr oder weniger ähnlich aus, unabhängig davon, wie wir sie beleuchten. Die Beleuchtungsquelle bei uns variiert sehr stark, wenn wir Kunstlicht haben, Sonnenlicht haben oder irgendwie noch spezielles Licht haben in einem Kaufhaus oder so. Und trotzdem, trotz all dieser massiven Unterschiede in der Beleuchtung, können die Farben mehr oder weniger ähnlich aussehen. Manchmal hat man den Eindruck, man kauft einen Pullover im Geschäft und draußen im Sonnenlicht sieht er enttäuschenderweise ein bisschen anders aus, aber es ist relativ selten. Man spricht von Farbkonstanz, unserer Fähigkeit sozusagen, diesen Effekt der wechselnden Beleuchtung rauszufiltern und sozusagen die Farbe konstant wahrzunehmen. Und da sind Leute unterschiedlich, ja. Und das führt schon dazu, dass Farben unterschiedlich wahrgenommen werden könnten. Und so bei diesem Dress, der ja mal eine Zeit lang durchs Internet ging, dieses Kleid, das mir jemand zur Hochzeit, einige sahen das Gold und Weiß und andere Schwarz und Blau. Das hat genau damit zu tun, dass Leute, das ist genauso ein Reiz, den man gefunden hat, genauso an der Kippe ist, wo man zwischen zwei Gruppen von Leuten unterscheiden kann. Ein ganz spezielles Muster, wo sich das wirklich auseinanderdividiert, die Personen, und normalerweise hat man wahrscheinlich auch kleine Unterschiede, aber die fallen überhaupt nicht auf, die sind sehr geringfügig, aber sie sind wahrscheinlich da. Deshalb ist Ihr Blau und mein Blau wahrscheinlich nicht genau das Gleiche, aber es reicht aus, damit wir uns darüber verständigen können. Ja. Aber es hat mit der Farbkonstanz zu tun und mit diesem Rausfiltern der unterschiedlichen Beleuchtung. Das kann individuell unterschiedlich passieren. Hat vielleicht auch damit zu tun, wo man aufwächst, in welchem Licht man sich eher befindet Das kann ja zwischen Personen variieren. Dann haben wir eine Frage der Dame mit dem Schal, dessen Farbe nach meiner Beschreibung rot ist. Ich habe ihn auch in der Vorstellung, dass er rot ist, gekauft. Meine Frage rot, ja. Geht an Herrn Mast. Sie haben oder das Experiment mit den Lähmungen am Arm fasziniert mich. Funktioniert das auch umgekehrt? Also bei Lähmungen, wenn man sich vorstellt, wie der Arm sich bewegt, dass die Areale aktiviert werden?
glaube, schwierig. Also bei, wenn die Lähmung organischen Ursprungs ist, vermutlich nicht. Dann nicht, würde ich sagen. Aber wenn die Lähmung psychogenen Ursprungs ist, bei diesen Konversionsstörungen, wo tatsächlich eine Lähmung da ist, Personen können den Arm nicht bewegen, aber es gibt keine, die Ärzte finden keine organische Ursache. Dort müsste man das mal probieren. Hat man, glaube ich, meiner Meinung nach nicht. Es muss nicht sein, dass es in die umgekehrte Richtung auch funktioniert. Ja. Diese Richtung war wahrscheinlich die einfachere. Ja. Und dann war noch eine visuelle Meldung da vorne. Ja. Und das wäre dann die letzte Frage aus dem Publikum, damit ich dann meine auch noch stellen kann. Bitte schön. Okay, danke. Ich möchte eigentlich einen neuen Aspekt in das Ganze reinbringen. Und zwar ging es immer darum, denken mit dem Kopf. Es gibt aber auch Menschen, die mit der Intuition sehr viel denken. Und da geht es ja darum, dass man das teilweise nicht erklären kann. Man weiß einfach, das ist jetzt für mich zum Beispiel die Lösung. Aber das Kopf, da war da gar nicht eingeschaltet. Das würde mich von der Bankseite her interessieren. Kennen Sie eine Geschichte, dass vielleicht mal die Fakten dagegen gesprochen haben, aber das Gefühl hat gesagt, doch, das machen wir. Oder auch umgekehrt. Gibt es da eine Geschichte dazu? Wird das auch gelebt, die Intuition bei den Kundenberatern? Es gibt bei den Leuten, die bei der Bank arbeiten, auch viel Intuition. Selbstverständlich ist die auch im Spiel. Wir versuchen aber einen Mechanismus einzubauen, dass wir sagen, für Leute, die sehr schnell entscheiden auf der Intuition, dass sie noch einmal eine Nacht darüber schlafen sollen. Und wenn sie dann immer noch überzeugt sind und die Fakten nicht komplett dagegen sprechen, oder, sondern sehr ein Grenzfall ist, dann gibt es ein Ja. Das geht schon in diese Richtung, weil das zählt ja auch am Schluss. Wir können es nicht naturwissenschaftlich mit Zellen, Messen und Wägen herleiten, ob wir jemandem vertrauen oder nicht. Das gibt's. Und das hat es schon x-mal gegeben in vielen Kreditverhältnissen, weil wir am Schluss müssen wir vertrauen und müssen daran glauben, dass diese Leute uns das Geld zurückzahlen. Und das können sie nicht alles dokumentieren auf der Broschüre oder auf dem Businessplan, den sie uns einreichen tun. Damit komme ich zur letzten persönlichen Frage. Fred Mast zitiert in seinem Buch Black Mamba viele Filme. Fred, welcher Film hat dir am meisten Eindruck gemacht und warum? Ja, vielleicht der Film, der zum Titel Anlass gab. Ich weiß nicht genau, das war ein Film von Tarantino, Kill Bill. Vielleicht ein bisschen viel Gewalt, aber ich fand es trotzdem gut gemacht. Sonst gefallen mir schon Filme, wo so dieses Themenfeld des Scheins, Wahrnehmung, Realität angesprochen wird, so Inception oder auch Matrix hat mir damals sehr gefallen. Also überall solche Filme, wo diese Grenze zwischen Realität, Schein angesprochen wird, das gefällt mir, dort bin ich zu Hause. Danke. Beat? Ja, zum heutigen Abend würde ich sagen, ein Film über John Nash, ein brillanter Mathematiker, der eine Schizophrenie überwunden hat mit einem wunderbaren Happy End. Der Titel des Films ist A Beautiful Mind. Vielen Dank, meine Damen und Herren. Damit komme ich zum Schluss. Und wie es die Aufgabe des Konferenziers ist, am Schluss zu schließen mit drei Botschaften. Erstens möchte ich persönlich und in Ihrem Namen Fred Mast herzlich danken für die brillante Vorlesung von heute Abend und Beat Hodl für die Vertretung der Bankenwelt in dieser kognitiven Psychologie bei uns hier. Und wenn Sie die Veranstaltung von heute Abend noch einmal ansehen wollen, sie wurde aufgenommen und Sie können sie jederzeit auf dem YouTube-Kanal der Universität Luzern einfach noch einmal ansehen. Zweitens, die nächsten Veranstaltungen finden wie folgt statt. Am 24. Mai ist die nächste LUKAB-Vorlesungsreihe zum Thema zwischen Müssen, Können und Wollen. Politische und ökonomische Zielkonflikte in der Klimapolitik. Und es wird präsentieren Frau Professorin Dr. Lena Schaffner. Sie ist Ordinaria für politische Wissenschaften hier an der Universität Luzern. Und am 8. November
Professor Dr. Valentin Gröbner. Er ist Historiker und er wird referieren zum Thema. Ist fast eine Weiterführung von heute Abend. Bin ich das? Fragezeichen. Aber die nächste Veranstaltung dann ist eine Presidential Lecture, und zwar am 26. Januar, dann der Botschafter der Europäischen Union in der Schweiz und Liechtenstein, Herr Botschafter Petros Mavromichalis, zum Thema der Ukraine-Krieg und seine geopolitischen Folgen. Meine Damen und Herren, in diesem Setting treffen wir uns also entweder am 26. Januar oder am 24. Mai oder am 8. November wieder, das heißt einfach im nächsten Jahr. Dazwischen passiert einiges. Ich wünsche Ihnen frohe Festtage, ein gutes neues Jahr und bis zum nächsten Mal. Schönen Abend, alles Gute und vielen Dank. Applaus